Jetzt begrüße ich Sie nochmal aufs Herzlichste. Ah, eine paradoxe Intention ist etwas in der Psychiatrie oder in der Psychologie, wenn man zum Beispiel an Panik- oder Angstzuständen leidet, kann man sagen, genau das Gegenteil, dass sie nachlässt, die Angst. Zum Beispiel, ich suche nach Angst. Ich suche nach kräftigen Problemen. Dann kriegst du sie nicht. Verstehst du? Du musst wieder lachen, weil du humorvoll ist. Und so gibt es eine paradoxe Intention in diesem Sinn, aber auch eine, die ein ganzes Leben weilen kann. Ich kann mich noch an meine große Zeit erinnern, wo ich mir vor großen anderen geistigen, noch höher stehenden damals Menschen gesagt habe, ich bin der Einzige, der den Papst genau verfolgen kann, wenn er sagt, du sollst die fremde Frucht nicht verbieten, in keinem Fall. Es wurscht, ob das zum Beispiel in Afrika ist oder ob ein Volk an Hunger leidet oder an Durst, zum Beispiel wenn es zu wenig Wasser gibt und wenn es zu wenig Oasen gibt in der Wüste, du darfst kein Kind abtreiben, weil es stirbt eh, wenn es wirklich so eng zugeht, verstehst du, auf der Welt, dass eine Hungerskatastrophe, eine Krankheit der nächsten folgt, dann wird die Gottheit das vertilgen. Dann passt. Da kann man sich nichts vormachen. Man braucht dann nicht sagen, ich habe ein Kind ermordet. Es ist halt dann durch die Naturkatastrophe oder durch das Eventualität, das Geschick, das Los, gestorben. Und so habe ich immer wieder Korinther 13 zitiert, das ganze Leben lang, und immer sehr große Wut kriegt. Und die Wut hat sich immer mehr, also der Gold kam immer gesteigert, immer mehr. Also die Liebe erträgt alles, Korinther 13. Die Liebe ist wie Engel, also sie ist, die Liebe ist halt, erträgt alles. Sie kennt keine Eifersucht und so weiter. Und heute, nach 30 Jahren etwa, dass ich gesprochen habe, wenn ich ein Kind hätte, ich hätte so gerne einen Sohn, dass ich auf keinen Fall die Vaterschaft aufgeben würde. Ganz gleich, wie sehr die Ehe oder die Freundschaft, die Partnerschaft in Brüche gehen würde, ich würde immer schauen, dass ich dazu stehen kann, dass man keine Richter, kein Staatsanwalt, keine österreichische Staatsbürgerschaft oder irgendwie mich hemmt. Kein Volk, kein Land, keine Zugehörigkeit, keine Partei. Ob ich arm werde oder reich sein sollte, das alles sollte meine Liebe nicht zerstören. Ein Mann hält zu seinem Sohn, sonst ist er kein Vater, verstehst? Und weil ich diese väterliche Bezugsperson so stark fühle zur Gottheit, will ich das genauso nachahmen. Deshalb halte ich viel davon, vom römisch-katholischen Auffassung, von diesem Konzept. Und jetzt, diese 30 Jahre, haben die Damen in meiner Umwelt sozusagen diskutiert, wie super das sei, lesbisch zu sein. Ich sagte immer, ich bin ein pluralistischer Mensch, du kannst viel tun, was du möchtest, aber lass mich in meiner Welt zufrieden, mein Kind leben. Dann sagten sie wieder durch Maßen mit den 30 Jahren, sie möchten Kinder züchten, indem sie die Feuerwehrleute, die jungen 19-Jährigen bieten, ihren Samen abzugeben und in Klagenfurt und überall gäbe es so Stationen, wo man sich kaufen kann oder abholen und künstlich befruchten, sodass die Frauen allein das Sorgerecht haben, dass sie allein das wirtschaftliche Grundbesitz haben, die Häuser haben, den See haben und der Vater hat kein Recht. Verstehst du? Dann sagen sie, du kannst, wenn du willst, noch Alimente zahlen, was hast, aber sonst kann es gehen. Und genau dagegen habe ich mich jetzt 30 Jahre ausgesprochen. Und da habe ich mir gedacht, ich beneure, ob wenigstens 2 Minuten ein Atemzug ein- und ausgeht, dass ein Kind von mir könnte. Oder ob man nicht einmal das gönnt, weil sonst sagt man, das kostet Milliarden. Dann sage ich, ja, wenn es Milliarden kostet, mein Kind, dann lass es halt nicht so lange dem. Nur einmal ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, durchziehen. Das kostet nicht viel Geld, verstehst? Aber nicht eine Sekunde, nicht einen Atemzug vergönnt. Das ist paradoxe Intention. Verstehst du? Wenn du dein ganzes Leben sprichst, ich möchte so gern ein Kind, das eine Art zu einmacht und aus. Und dann ist er angefangen. Völkerrecht, der Staatsanwalt hin und her. Verstehst du? Und die Weiber lesbisch als sein. Und für das und für jenes setzen sich ein und für alles. Und die lassen da nicht einen Zug, ein Leben, ein Kind am Leben für einen Atemzug. Ein oder aus! Und dann kann ich es
1000 Milliarden Dollar an Reparare hineinzahlen. Verstehst? Dass die ganze Weltkugel wieder ins Lot kommt. Aber dass ein Kind einen Atemzug einziehen darf und wieder aus! Da müsste es doch 300 Lebensjahre sprechen, aufklären. Da kommt wieder nichts zustande. Verstehst? Das ist das Österreichische. Paradoxon aus Trio kommt, verstehst? Die paradoxe Intention als gesamtösterreichisches System. Der deutsche Mensch, verstehst? Nekrophil. Mit aller Gewalt, mit aller Konstruktion, mit aller Raison versucht er, den letzten Atemzug dir zu malmen. Und jetzt stehst du da, alter Mann, in der Liege, Martin, und sagst, kein einziges Kind konnte einen einzigen Atemzug neben dir machen. Verstehst du?